Hier an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz begrüße ich heute den Schauspieler und Entertainer Harald Schmidt. Angefangen hat er in der ARD. Vorläufig zu einem Ende gekommen ist das Ganze im Bezahlsender Sky. Kaum ein anderer hat so oft die Sender gewechselt wie er. Und in Anspielung auf die mitunter hohen Gagen im TV-Business hat er gesagt, es ging wahrscheinlich um den Wunsch nach Selbstzerstörung, natürlich zum Höchsttarif. Ich bin neugierig. Harald Schmidt im SWR Unitalk. Schön für mich, mal wieder in der Uni zu sein. Ich habe ja nie studiert und genieße natürlich diese flirrende Atmosphäre von Exzellenz und Brillanz und hoffe, Sie können das alle beruflich und vor allem kommerziell umsetzen nach Ende des Studiums in 10 Jahren. Aber nun zu Ihren Fragen. Sie haben es schon richtig erwähnt, wir sind an der ehrwürdigen Gutenberg-Universität in Mainz und da ist es natürlich sehr naheliegend, dass wir uns auf das Feld der Wissenschaft begeben. Ein Medienwissenschaftler hat sich die Harald-Schmidt-Show angeschaut und hat intensiv Interviews mit den Zuschauern geführt und kam zu einem für mich überraschenden Ergebnis. Die Wirkung der Harald-Schmidt-Show sei unter anderem, sie stabilisiere Partnerschaften. Und ich darf mal... Gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Ich will kurz zitieren. Durch das gemeinsame Interesse an Schmidt und durch den gemeinsamen Rezeptionsprozess können die Diskutanten ihre Beziehungen pflegen und stabilisieren. Bevor Sie jetzt mal drauf eingehen, würde ich gerne hier kurz den Praxistest machen. Wie ist das? Kurzes Handzeichen. Bei wem ist die Beziehung ins Kriseln geraten, nachdem die Harald-Schmidt-Show nicht mehr zu sehen war? Bitte Handzeichen. Ja, das ist nett. Menschlich ist das nett. Aber natürlich sind die Studentinnen und Studenten viel zu jung. Also mein Publikum ist ja in etwa mein Alter, sagen wir mal, minus 10 Jahre. Und ich kann mir dieses Ergebnis nicht erklären, weil wir wurden sehr viel mehr von Männern geschaut. Ich höre sehr oft den Satz, ich habe sie jeden Abend geguckt, meine Frau konnte sie nicht ausstehen. Ja? Oder auch, wenn man mich so in Cafés im Ahrtal oder so dann trifft oder auf einem Kreuzfahrtschiff, dann sagen Frauen meines Alters oft, ich finde sie eigentlich ganz nett, im Fernsehen mochte ich sie nicht. Ja, also das, es war eine Sendung für Männer, von Männern für Männer, für echte Männer. Viele haben sich doch gefragt, als Sie 2014 dann nicht mehr zu sehen waren, was macht er eigentlich? Ja. Sie sind das schon gefragt worden und Sie haben dann gesagt, ich mache das, was eigentlich Frauen machen. Ich fahre Kinder rum, aber ohne den Stress, weil ja mir keine Frauenillustrierte einredet, ich müsste eigentlich noch einen Job haben. Genau. Höre ich da ein leicht konservatives Frauenbild raus? Nein, ein reaktionäres. Ja. Ich sehe ja sehr, sehr, sehr viele Mütter, die wirklich am Anschlag sind, weil sie einfach von diversen Zeitschriften und Talkshows und Freundinnen und so weiter gesagt kriegen, du musst einen Job in einer Führungsposition haben, den musst du dir aber selber einteilen. Mach doch mal Homeoffice, dein Mann soll in Teilzeit gehen, dann sollte man 3 bis 7 Kinder haben und man sollte sich noch weiterbilden. Und das alles ist ja eigentlich nur sehr schwer zu schaffen. Und deswegen, wenn ich morgens im Stau stehe, sehr entspannt, und mein Hobby ist mittlerweile, den Hintermann im Stau hochzukochen, indem ich einen reinlasse, obwohl ich Vorfahrt hätte. Ja? Das ist so ein bisschen, also Bagdadesk. Ja? Da bricht eine Aggression hinten los und dann sehe ich die Mütter, teilweise übermüdet, chronisch, teilweise aggressiv.
Dann in Patchwork-Familien hat wieder Fatih kurzfristig abgesagt und so. Und das alles nehme ich wahr, aber ich habe den ähnlichen Tagesablauf. Familienchauffeur, einkaufen gehen in den Supermarkt, Tierarztbesuche, bitte? Börsenkurse und dann ist ja auch schon wieder Abend. Und ich gehe gerne früh schlafen, wirklich. Ja, dieses Rumgehänge und so ist mir, es bringt ja eigentlich nichts. Ne? Also Tagesdem schon zu spät. 22:15 Uhr. Wann ich schlafen gehe? Ja. Halb zehn. Ja. Halb zehn, ich penne aber gegen 5:30 schon mal kurz weg. ich sitze so auf einer Couch und dann penne ich so ein bisschen weg. Also es geht Ihnen blendend. Was wir auch daran gemerkt haben, dass Ihre Zusage hier zum SWR Unitalk zu kommen, die hat uns per Mail erreicht und da waren Sie, wenn ich es recht erinnere, zwischen Tahiti und Bora Bora. Ich glaube, ich war zwischen Rarotonga und Bora Bora, weil Tahiti und Bora Bora ist nicht mehr sehr weit. Und das war also mitten im Pazifischen Ozean. Und Sie waren, Ihr damaliger Arbeitsplatz war das ZDF-Traumschiff. Das war jetzt im Frühjahr, das Traumschiff des ZDF. Ja. Und ist das mehr Urlaub oder mehr Arbeit? Oder beides? Also für mich ist es das reine Vergnügen. Ich habe natürlich eine Rolle. Ich spiele den Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle. Bin aber, glaube ich, der einzige Schauspieler weltweit, der sagt, wenn jemand meinen Text haben möchte, bitte. Ja. Also ich bin absolut überhaupt, man nennt das in der Unschärfe stehen. Ja, also man sitzt am Nebentisch und vorne spricht Sascha Hehn oder so und ich bin nur verwackelt zu sehen. Ist für mich überhaupt gar kein Problem, weil es gibt so viele junge Kollegen und so weiter, die den Text auch brauchen. Und da sage ich, Kinders, ich gebe ihn gerne ab. Und ich war, glaube ich, 4 Wochen auf dem Schiff und hatte 3 Drehtage. Ja. Aber, um mein geliebtes ZDF nicht in Misskredit zu bringen, es werden natürlich auch nur diese 3 Tage bezahlt. Ja? Also der Rest ist dann halt Urlaub, aber das ist fantastisch, weil ich auf dem Schiff sind ja 600 Passagiere und ich bin in so viele Gespräche gezogen worden und ich habe so Weltklasse Geschichten gehört. Also wenn ich das in einem Kabarettprogramm oder sowas verheizen würde. Eine Kostprobe. Da war ein Mann zum Beispiel, den würde man gar nicht wagen anzubieten auf der Bühne, ein stotternder Sachse. Das würde man in einem Skript gar nicht anbieten. Und ich war schon vorgewarnt, weil er ging alle auf die Nerven, nur ich wusste, er ist mein Mann. Ja. Und der hat zum Beispiel mit einem Privatkompass den Kurs, den der Captain jeden Tag um 12 Uhr durchgegeben hat, korrigiert. Wir haben ganz anderen Kurs. Und dann er sah mich und ich trug weiße Uniform ja, und war auf dem Weg zum Dreh und er sagte, Herr Schmidt, einen Moment. Und ich wusste aber, dass ich ihn irgendwann treffe und sage, heute Nachmittag, aber jetzt muss ich arbeiten, ich muss noch im Haus abstottern. Und das sind dann natürlich so Begegnungen. Die Getränke mittags sind inbegriffen im Preis. Und ich habe es genau gesehen, das Personal ist Weltklasse, ausschließlich von den Philippinen, fantastisch. Müssen sich Alex oder Henry nennen, weil der normale Gast sich einen philippinischen Namen nicht merken kann. Und es wird dann, ich habe gesehen, 5 Gläser Weißwein zum Mittagessen. Und wir reden vom Äquator, 32 Grad, Luftfeuchtigkeit wie ein Waschlappen. Ja? 2 Köpfe wie Feuermelder bei Ehepaaren. Und es bestellt wird so. Und unsere Freunde von den Philippinen haben nicht so mit Messdings zu tun, sondern da wird einfach randvoll geschenkt. Ja? Und ich habe dann als Dessert die Sachsenschale erfunden. Das ist eine Mischung aus Eierlikör, Aperol Spritz und Blue Curaçao und eine Kugel Schokoladeneis rein.
Und da musste ich wie im Eishockey die alten Weiber wegboxen, die mir die Flaschen aus der Hand ziehen wollten. Ja? Also das, wie gesagt, das ist ja nur der Anfang. Aber wenn ich damit auf meine Tournee durch katholische Gemeindehäuser gehe, da bleibt kein Auge trocken. Bleibt das jetzt so oberflächlich? Ich dachte, wir sprechen ein bisschen über Substanzielles heute Abend. Ich wollte Sie erst ein bisschen anwärmen. Ah, okay. Denn, und vielleicht hat sich der eine oder andere das hier im Saal jetzt auch schon gefragt, wie geht das eigentlich zusammen? Der Mann war langjähriges Ensemblemitglied in Stuttgart. Er hat brilliert in dem Beckett-Stück Warten auf Godot. Er hat Hamlet selbst inszeniert. Also Traumschiff meets Hochkultur in Reinform. Wie kriegt man das hin, so im Kopf? Es ist ja alles derselbe Beruf. Ja, es ist ja letztendlich Handwerk. Ja? Und ob ich jetzt sage, Beatrice, ich fühle mich nicht wohl, zum Beispiel im Traumschiff, ja? Peru, das ist mehr als Anden und Lamas. So, was in etwa dem Infostand der Tagesthemen entspricht. Oder ob ich jetzt sage, aufgrund der sich aus den letzten öffentlichen Arbeiten von Poinson und Wortmann ergebenden Existenz eines persönlichen Gottes Quark, 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 war außerhalb von Zeit und Raum, der aus der Höhe seine göttlichen Apathie, göttliche Atambie, göttliche und so weiter. Das ist ja eigentlich derselbe Job. Und ich habe mich da immer so orientiert an Schauspielern wie Laurence Olivier, der gefragt wurde, warum haben Sie eigentlich diesen Kostümfilm gedreht? Ich brauche den neuen Rolls-Royce. Ja, also englische Schauspieler haben diese Unterscheidung nicht. In Deutschland will man sich immer noch so in so eine Künstlerecke flüchten und so. Das Problem hatte ich ja nie. Und also das Traumschiff mache ich aus tiefster Überzeugung, weil ich auch ein großer Fan vom Produzenten Wolfgang Rademann bin, der ja wirklich Fernsehgeschichte geschrieben hat. Und das ist einfach wahnsinnig amüsant. Und negative Meinungen gegenüber der Kreuzfahrt sind komplett uninteressant. Die Branche wächst zweistellig. Ich sage das als normaler Passagier, ich habe da keine Aktien drin. Ja? Die Branche wächst zweistellig. Die attraktiven Reisen sind 3 Jahre im Voraus komplett ausgebucht. Und für mich ist es eine absolut sensationelle Art zu reisen. Und es ist sogar, wer sich hier mit den Geisteswissenschaften beschäftigt, da könnte man ja eine Theorie entwickeln, das ist ja das Modell der Zukunft. Eine immer älter werdende Generation wird völlig sinnfrei von A nach B geschippert. Ja? Also das heißt, nur mal als Geschäftsmodell, Stichwort Hospizgedanke. Ich überlasse kreativen Köpfen diese Idee. Ich bin doch hier, um Anregungen zu geben. Ja? Kommen wir an Land. Ja. Zu lesen war. Ich gehe übrigens nicht an Land auf den Fahrten. Ne? Ich war auch in Bora Bora nicht an Land, weil da habe ich da das Schiff für mich. Da rennt ja alles an Land. Ich sitze, habe einen perfekten Blick auf Bora Bora, der nur enttäuscht wird, wenn man an Land geht. Mhm. Ja. Und man hat dann ein Schiff für sich mit 400 Mann Besatzung als Einziger. Und da muss Onassis lange stricken, bis er da rankommt. Jetzt gehen wir wirklich an Land. Okay. Und Sie sind ja auch sonst nicht untätig. Zu lesen war, dass Sie mittlerweile ein Geschäftsmodell entwickelt haben, wo Unternehmen die Harald-Schmidt-Show für 150.000 ja. Euro? Wurde kolportiert, ich weiß nicht, ich habe es nicht nachgeguckt, müssen wir nachgucken, könnte sein, dass, wobei das sind ja erschreckend niedrige Zahlen, also das ist ja fast im Gottschalk-Bereich. Das ist doch nicht zu glauben, dass Tommy sich für 5 Millionen im Jahr von der ARD zum Affen gemacht hat, oder? Ich war entsetzt, der hat doch früher mal richtig Geld verdient und jetzt diese Low-Budget-Nummern. Schlimm. Also wie war jetzt nochmal das Geschäftsmodell? Dieses Geschäftsmodell mache ich nicht mehr. Machen Sie nicht mehr? Nein. Im Handelsblatt war zu lesen, dass Sie... Vom Untergang gezeichnet natürlich, wie alle Printmedien. Dass Sie der schwäbische Waffenhersteller Heckler & Koch sehr als Kunde interessiert hätte. Ich wurde gefragt, ob ich dafür auftreten würde von einem Journalisten, der die obere Zahnreihe nicht ganz komplett hatte. Und aber
aber natürlich ganz hohe Moralvorstellungen. Und ich sagte, es ist ja schön, dass ich nochmal mit so einer Moralästhetik aus den 70er Jahren konfrontiert werde. Würden Sie für einen Waffensteller her auftreten? Und ich sagte, selbstverständlich, denn es ist eine anständige Firma. Ein Helmut Schmidt-Vokabel, anständig. Das war allerdings vor den Beschwerden mit der, was ist es, G36? Die Maschine. So. Und da hatte ich ja das Erweckungserlebnis. Ich sitze also zu Hause und schaue Tagesschau als alter Kriegsdienstverweigerer. Können wir auch mal ein Beispiel aus einem anderen Sender nehmen? Sekunde. Wir können auch sagen, wir können auch sagen, es war beim sprechenden Eisschrank Slomka. Und da sehe ich Kriegsdienstverweigerer noch zur Verhandlung gemusst in Stuttgart, ja, vor das Kreiswehrersatzamt. Und da höre ich den Satz, es kann nicht sein, dass unsere Soldaten mit Waffen losgeschickt werden, die nicht treffen. Und denke mir, ist es wieder so ein reaktionärer CSUler? Das war Gregor Gysi. Und dann sage ich, dass ich das noch erleben darf, dass die Grünen und die Linken sich beschweren, dass unsere Jungs nicht präzise ballern. Ja? Also da sind wir doch auf einem ganz guten Weg. Und jetzt höre ich, es ist wieder mal dieses deutsche Nörgeln. Unsere saudischen Freunde sind begeistert, in Russland ist begeistert, in Afghanistan ist begeistert. Nur hier nörgelt man wieder und führende Offiziere der Bundeswehr sagen, bei der Mannstoppung, ich kannte den Ausdruck nicht, aber der ist super. Mannstoppwirkung. Bei der Mannstoppwirkung spielt das keine Rolle, weil wenn ich draufhalte, das weiß man aus jedem Tatort, dann hat es eine gewisse Streuung und irgendeinen trifft es immer. Ja? Also, dass die Grünen und die Linken sich noch um die Mannstoppwirkung besorgen, dass ich das 40 Jahre nach meinem Prozess, den ich am 20. April 1977 hatte, die Älteren werden sich an das Datum erinnern, dass ich das noch erleben durfte, das war mir dann doch ein innerer Reichsparteitag, würde ich in Erinnerung an Katrin Müller-Hohenstein, die diese schöne alte Metapher fast nicht überlebt hätte, ja, würde ich doch mal hier sagen. Ja. Ist ein Reichsparteitag an sich schon faschistoid? Das ist ein weites Feld, würde ich sagen. Ein weites Feld. Welcher Autor? Fontane! Jetzt wissen Sie auch, warum ich das literarische Quartett abgesagt habe. Es ist mir zu blöd. Ist aber noch mal sehr in die Diskussion durch Günter Grass gebracht worden, ein weites Feld. Ich stand mit drei 17-jährigen Schülern beim Pförtner an meinem Studio und sagte, das ZDF hat angerufen, ob sie was zu Grass sagen. Und ich sage, wieso? Ja, der ist gestorben. Ich sage, oh, Günter Grass ist tot. Und drehte mich zu den Schülern um und sagte, jetzt ist auch Grass gestorben. Die Antwort war, wer ist das? So viel zum Thema Bildungsstand in Deutschland. Also, er war ein Großer, aber er ist, wie heißt es, ad pluribus? Bei den vielen. Weiß das jemand? Ach so, Geisteswissenschaften wurden ja hier eingespart, oder? Ja. Harald Schmidt. Er ging dahin, wo wir alle hingehen. Danke. Harald Schmidt hat sich immer ein diebisches Vergnügen gegönnt, die Mainstream-Moral aufs Korn zu nehmen. Viele haben das, Sie können sich jetzt einen Moment zurücklehnen. Er hat gerade einen Schatten im Gesicht. Okay. Ich hatte so viel Licht in meinem Job. Die Mainstream-Moral aufs Korn zu nehmen. Viele setzen das ja mit Zynismus gleich. Ja. Und ich will an der Stelle ein Zitat kurz einführen von Ludwig Marcuse. Ludwig Marcuse hat gesagt, Zynismus kann das Präludium echter Moral sein. Mal übersetzt, ist Harald Schmidt nicht doch im Grunde seines Herzens ein echter Moralist, aber er kann es nicht so zeigen. Ach, das ist mir zu anstrengend. Ja, also na. Das wird ja jetzt sozusagen heißen, also da in Mainz, da hat man dann so ein bisschen geahnt, was hinter dieser Fassade ist und so. Das ist ja so, als wäre man so ein Clown im Setzkasten im Flur.
ja, mit so einer Träne, der nach außen lacht und nach innen kotzt oder wieder. Ja, also das ist, es ist zurzeit ist es nicht sehr angesagt, ironisch zu sein. Ironie ist ein bisschen aus der Mode gekommen, aber das weiß ich aus Erfahrung, das kommt wieder. Und man kann aus einer ironischen Haltung nicht einfach aus- und einsteigen, wie es gerade ist, sondern das ist ja eine Gesamthaltung. Ich habe mich dann ein bisschen geärgert, als ich bei Ernst Jünger gelesen habe, ein Gott braucht keine Ironie. Das hat mich dann schon, dann fiel mir ein, dass ich kein Gott bin, dann war ich wieder entspannt. Und da findet man ja wahnsinnig viel schlaue Sätze. Mir gefällt das immer gut, wenn ich zum Beispiel, um jetzt mal das ZDF zu nehmen, wo dann an die Börse geschaltet wird zu Valerie Haller, und dann wird gesagt, also Siemens hat heute 6 Millionen Leute entlassen. Und dann kommt, wie hat die Börse darauf reagiert? Ja, auch wenn es zynisch klingt, der Kurs ging um 40% nach oben. Und ich verstehe nicht, warum das mit dem Satz, wenn es zynisch klingt, das ist so. Das weiß jeder. Entlassene Mitarbeiter sparen Kosten ein, also geht der Aktienkurs nach oben. Wenn man nun das permanent sozusagen als Zynismus kenntlich macht, dann muss man sich aus diesem Wirtschaftssystem verabschieden und muss etwas anderes anbieten. Ansonsten ist es Empörung, und das habe ich von einer großartigen französischen Wissenschaftlerin, deren Highlight es war, mal 20 Minuten privat mit Professor Ratzinger zu sprechen. Ich habe leider den Namen vergessen. Die sagte, Empörung ist negativer Narzissmus. Und das hat mich sofort überzeugt. Ja? Also entweder ich bin vor Ort und leite ein Krankenhaus in einem Flüchtlingslager in Syrien, oder ich halte mich geschlossen. Aber sich sozusagen zu empören und Wunden aufzureißen und Themen anzusprechen, das ist wirklich, das ist was für Illner, Jauch, Maischberger, Plasberg. Aber ich muss ja morgens in den Spiegel gucken, wenn ich mich rasiere. Das war ein heftiges Statement. Es gab aber schon auch Momente, wo Sie hochmoralisch geworden sind. Ich darf Ihre Erinnerungen auf die Sprünge helfen. 2002, wir erinnern uns, es war dieser schreckliche Amoklauf von Erfurt. Ja. Ein gewisser Johannes B. Kerner hat am selben Tag dieses Amoklaufs abends eine Sendung aus Erfurt gesendet und hat dort unter anderem einen 11-jährigen Augenzeugen interviewt. Und Sie sollten einen Preis bekommen. Die goldene Feder des Bauer Verlages. In etwa dem Büchnerpreis gleichgestellt. Ja. Gut, dass Sie es erwähnen, es hatte sich noch nicht so rumgesprochen. Aber Sie sollten einen Preis bekommen und haben gesagt, diesen Preis nehme ich nicht an. Und ich habe mir das nochmal angeguckt. Sie haben damals gesagt, angesichts der jüngsten medialen Äußerungen von Herrn Kerner können wir uns unter keinen Umständen vorstellen, einen Preis in seiner Anwesenheit entgegenzunehmen. Das war doch nur moralische Handlung. Nein, das war einfach eine Aktion, wo ich sage, ich muss ja nicht 2 Wochen später so tun, als hätte das nicht stattgefunden. Das war ja sozusagen eine so für das ganze Land schockierende Tat, ja? Wo ich ja sagen kann, da gibt es nun wirklich keinen Grund, meine Talkshow, die Tag für Tag in Hamburg aufgezeichnet wird, in ein Zelt in Erfurt zu verlagern und Leute abzugreifen, die da noch unter Schock stehen und mit denen so eine Talkshow zu machen. Also das ist für mich nicht zu rechtfertigen, aber Moral ist immer gleich so, das klingt schon so, als wüsste man, wo es lang geht oder als würde man sich selber in einer anderen Anständigkeitsliga sehen. Das ist eigentlich ein Begriff, den ich gar nicht benutze. Kann es sein, dass Sie deshalb damals so reagiert haben, weil Ihr ältestes Kind damals, glaube ich, so ungefähr 8 Jahre war und man dann zu einem solchen Thema auch einen anderen Bezug hat? Ja, das Thema Amoklauf? Ja, das generell, aber... Sie haben insgesamt 5 Kinder? Ich glaube... Von denen Sie wissen. Man kann ja da heutzutage nicht sicher sein. Aber ich glaube, es sind 5. Sie wurden... Oder haben Sie andere Zahlen? Ja. Wunschkinder wurden Sie gefragt, ja. Und Sie haben geantwortet, ich glaube aus Sicht der Mütter, ja. Schon. Ja. Ja. Hat es da zu Hause Ärger gegeben? Das ist ein ganz lieber Euphemismus, Ärger. Ja. da war es schon, da gab es Höllenstunk. Ja, Höllenstunk.
Aber das ist einfach so, wenn man in meiner Branche ist, ja, und ich bin ja nicht einer sozusagen, der jetzt Witze, natürlich hatte ich Autoren und so weiter, aber im Grunde sehe ich alles unter Verwertbarkeitsgesichtspunkten. Und wenn mir so eine Pointe am Netz geboten wird, muss ich verwandeln. Mhm. Da kann ich keine Rücksicht nehmen, dass es mal die innerfamiliäre Temperatur ein bisschen absinkt oder sowas. Mhm. Ja? Das geht nicht. Das habe ich auch zu Hause klar gemacht. Das ist ein langer, schmerzvoller Weg. Aber für wen? Für beide. Ach so. Für beide. Aber das ist ganz klar, das ist so. Ja. Das ist auch nicht zu diskutieren. Deswegen ist es hier nur ein kleiner Kreis, der den Job wirklich kann. Ja. Der Rest liest halt irgendwelche Geschichten vom Teleprompter ab. Sie bezeichnen sich ja selber auch als Wertkonservativer. Habe ich das gesagt? Ja. Das wurde mir mal so angeboten, dachte ich, klingt nicht schlecht. Jetzt so, ja. Wie vermittelt sich denn diese Grundauffassung des Wertkonservativen in der Kindererziehung? Kindererziehung ist federführend meine Frau, ja. Und ich halte mich da eigentlich weitgehend zurück und versuche das zu unterstützen, bringe aber natürlich meine Sicht der Dinge schon mit rein. Ja? Aber wir sind uns eigentlich da in grundlegenden Sachen sind wir uns einig, möglichst lange weghalten von allem, was Computer und Handy ist. Ja? Und guck mal, da ist ein Buch. Ja? Sie haben ja vorhin schon die sozialen Medien angesprochen. Ja. Die können in Ihrem Fall ja auch ein Fluch sein. Warum? Weil ich mir vorstelle, dass Ihre Kinder so mal gelegentlich durch YouTube surfen und mal Harald Schmidt eingehen und dann stoßen die auf ein Video, in dem mir der Papa erklärt, also zwischen der lesbischen Moderatorin Bettina Böttinger und einer Klobrille gibt es eigentlich keinen Unterschied. Ja. Wie muss ich mir jetzt das väterliche Gespräch mit dem Nachwuchs vorstellen? Ja, da sage ich, es gab damals tierisch Ärger. Ja, und dann bringe ich aber 5 Beispiele von amerikanischen Elite-Moderatoren, wo das noch wesentlich härter zur Sache geht. Mhm. Und sage, guck mal, das ist mein Business, deswegen hattet ihr beheizte Windeln. Sie mussten jetzt schon relativ oft sagen, das gab tierisch Ärger. Ja, das gehört aber mit dazu. Also das ist definitiv, ich hörte ja sehr, sehr häufig den Satz, das sagst du aber nicht in deiner Sendung. Ja? Alternativ auch, sag das doch bitte in deiner Scheißsendung. Aber das ist klar, eine Late-Night-Show funktioniert nur, wenn der Moderator relativ als Person erkennbar ist. Es funktioniert nicht, wenn man da sitzt und irgendwie so einen Comedy-Onkel gibt, sondern es ist definitiv, ich hatte heute Schnupfen, mir wurde das Auto geklaut, ich habe mir eine Darmspiegelung machen lassen und so weiter. Das wird alles erzählt und das ist so. Und es setzt im Grunde diese Hybris voraus, dass ein Publikum das interessiert. Bleiben wir mal bei Ihren Beziehungen. Feuerstein, Andrak, Pocher, die wunderbare Frau Likar. Ja. Woher rührt dieser Verschleiß menschlicher Ressource? Also mir hat ein schlauer Mensch, mit dem ich neulich unterhalten habe, gesagt, das sei das klassische Herr-Knecht-Verhältnis. Dann hat er mir die passende Theorie dazu genannt, in der eigentlich der Knecht der Glückliche ist. Ich habe vergessen, wer das war, aber das war Untergrenze, weiß nicht, Gilles Deleuze oder sowas oder Gillette oder irgendwie, also ganz was Abgehobenes für meine Begriffe. Das war immer eine Ausbeutung in gegenseitigem Verhältnis, die für alle Beteiligten, das würden die auch so bestätigen, extremst lohnend war. Lassen Sie uns über ein einfaches Thema sprechen, über die Zukunft der deutschen Fernsehunterhaltung. Ja. Ihr, darf ich Ziehsohn sagen, Jan Böhmermann? Einer meiner vielen Mitarbeiter. Also gut, dann einer Ihrer vielen ehemaligen Mitarbeiter, ja, der ja von vielen jetzt total gehypt wird.
Der hat sehr klar gesagt, guter Humor ist nicht, sich über das schlechte Englisch von Herrn Oettinger lustig zu machen, sondern seine Antwort ist, subversive Aktionen, er dringt ein mit Humor in das Feld des Politischen. Sein absoluter Zwölfender war der Varoufakis-Fake-Tape. Ja. Das Publikum war am Ende so verwirrt, dass es gar nicht mal mehr wusste, ob dieser Varoufakis wirklich einen Mittelfinger hat. Sie sehen, wie ich den Schläger schon ans Netz, ich gehe mit langsamen Schritten ans Netz, weil ich jetzt gleich den Punkt mache. Also weiter. Zu welcher Frage jetzt? Zu diesem Varoufakis-Video. Und dann reden wir über die Zukunft der deutschen Fernsehunterhaltung. Das Varoufakis-Video wurde vom... Dann reden wir drüber. Das Varoufakis-Video... Das Varoufakis-Video wurde vom beauftragenden Sender Zweites Deutsches Fernsehen gekillt innerhalb von 2 Stunden, indem man sofort bekannt gegeben hat, es handelt sich um Satire. Damit war es tot. Ja? Wenn es sich um Könner gehandelt hätte, hätte man es stehen lassen. Nein, man war natürlich schon wieder aufgeregt. Da kamen natürlich auch schon aus diversen Chefredaktionen Anrufe, das könnt ihr so nicht machen. Pipapo. Und schon war die Nummer tot. Also das ist ein Musterbeispiel nach dem Motto, wie viel traut sich eigentlich ein öffentlich-rechtlicher Sender heute? Es kommt eine Satire. Und bevor die Irritation auslöst, gibt man ganz schnell bekannt in den offiziellen Nachrichten, das war Satire und damit ist die Nummer tot. Und das war es dann übrigens auch für alle Zukunft, weil natürlich nie mehr so eine Nummer funktionieren wird. Aber nun zur Zukunft der deutschen Fernsehunterhaltung. Das war meine Frage. Ich weiß nicht, wie die aussieht. Sie ist mir ehrlich gesagt egal. Aber gibt es nicht auch, also ich nenne es mal eine Art Gegenbewegung, dass, und gucken wir mal auf diesen amerikanischen Komiker Jimmy Fallon, der es eben auf eine wunderbare Weise versteht, und das ist ja auch im böhmermannschen Sinne, völlig sinnfreies, penelerhaftes Unterhaltungsfernsehen zu machen, wo selbst das Feuilleton davor sitzt und jubelt und sich auf die Schenkel klopft. Ich habe ein Requisit hier, ja? Und ich weiß nicht, ob Sie die Sendung, die ich gesehen habe, auch kennen. Jimmy Fallon macht Folgendes. Er kommt mit einem Eierkarton in seine Sendung, hat einen hochprominenten Gast, nämlich Tom Cruise, und sagt, wir beide hier, Tom Cruise und ich, wir spielen jetzt russisches Eierroulette. Ja. In diesem Karton sind 2 rohe Eier und 4 gekochte. Wir nehmen die Eier raus, hauen sie uns auf den Kopf und wer die rohen erwischt, der hat Pech gehabt. Das meine ich mit sinnfreier Unterhaltung. Ja. Aber es ist witzig sehr und man kann es sich gut angucken. Sehr gutes Beispiel. Sehr gutes Beispiel. Moment. Fatih sagt warum. So. Tom Hanks, einer der erfolgreichsten Stars der Kinowelt, ja, das heißt Fallhöhe. Tom Hanks war auch in meiner Show. Wir haben zu Tom Hanks gesagt, wir würden gerne folgende Nummer machen. Wir sagen, es gibt so viele Autogramme, wir haben nicht genügend Fotos von Ihnen, könnten Sie Ihren Kopf in Fotokopierer legen? Hat Tom Hanks gemacht. So, das ist die amerikanische Qualität, vor der ich knie. Ja. Wir haben in Deutschland niemand, der A, die Fallhöhe von Tom Hanks hat und B, selbst die Leute, die dafür in Deutschland in Frage kämen, machen es nicht. Denn wer sich in Deutschland ein Ei auf den Kopf haut, ein rohes Ei, der ist damit schon am Limit seiner künstlerischen Möglichkeiten, der hat nichts anderes drauf, der haut sich in jeder Sendung ein Ei auf den Kopf. Aber ich möchte doch mal bitte sagen, hallo. Na. Ich bin nun wirklich in jeden Pudding gesprungen und habe jede Strumpfhose angehabt. Aber ich würde doch mal bitte in Deutschland sagen, hallo Herr Götz-George, hallo Herr Til Schweiger, um mal die Vergleichbaren. Machen wir das mal, damit wir mal hören, was da kommt. Böhmermann hat jüngst in der Süddeutschen Zeitung prognostiziert, es wird der Tag kommen, wo man sagen wird, Harald Schmidt ist wieder da.
Mit was? Die goldene Regel im Late-Night-Business heißt, wenn du aufgehört hast, äußerst du dich nie mehr über das, was irgendwelche anderen Leute machen oder sagen. Weil sonst bin ich sozusagen, habe ich blonde Locken. Und biete an meinem 65. Geburtstag die Neuentdeckungen Otto Walkes und Hugo Egon Balder als Gäste an. Also das kann man von den amerikanischen Freunden wirklich nennen. Ja? Wer weg ist, äußert sich nicht mehr zu dem, was in dem Genre noch passiert. Das ist sonst wird man so, es wird so Helmut Schmidt-artig, oder? Da ist dann auch mal irgendwie gut, finde ich. Ich komme mal von der anderen Seite. Ja. Thomas Gottschalk, Bestseller-Autor, hat ein Buch geschrieben, Herbstblond. Und was wäre das erst für ein Erfolg gewesen, wenn die Kapitel drin gewesen wären, die wir alle gerne gelesen hätten? Ne? Da wäre doch für Sie noch was zu ernten, wobei Ihr Buch, wie sollte das heißen, 50 Shades of Grey, geht ever, nicht. Never ever, never ever. Das ist doch eine ganz klare Regel für mich. Entweder ich überhole Thomas Mann oder ich lasse es bleiben. Ja, aber wirklich. Das ist doch... Das ist doch grauenhaft, wer alles schreibt. Ja, das ist doch unerträglich, zu glauben, wenn Tanti Susi gehinkt hat und Onkel Heinz meine Schwester war, was ich zum 70. Geburtstag gehörte, da könnte ich einen Roman draus machen. Also ich lese wahnsinnig gerne und ich habe einen riesen Respekt vor Leuten, die das können. Aber diese ganze Fernsehnasen, die glauben, sie könnten Romane schreiben, das ist doch, also für mich ist es grauenhaft. Niemals. Außerdem ist ja meine ganze Biografie sozusagen elektronisch schon verheizt in den Shows. Ich habe ja wirklich alles erzählt. Ja, wirklich alles. Trapattoni würde sagen, Flasche leer. Um mal was Aktuelles zu bringen, ja. Also, Sie wissen, dass Sie als Publikum gleich die Möglichkeit haben, die Fragen zu stellen, die Ihnen schon immer auf den Nägel gebrannt haben, wenn es um Harald Schmidt geht. Ich will die kurze Zeit, die Sie brauchen, um die jetzt im Kopf richtig zu formulieren, nutzen, um mit ihm das Satzergänzungsspiel zu spielen. Dass ich 2 Tage nach meinem Abitur durch den Postschlitz meines Gymnasiums in Nürtingen gepinkelt habe. Erzähle ich meinen Kindern mit großer Genugtuung. Hätte ich als Schüler bei den Bundesjugendspielen 4000 Punkte gemacht und keine Agne gehabt, dann wäre dem deutschen Showgeschäft ein gigantischer Star erspart geblieben. Dass mir mein Sportlehrer meine Zurückhaltung beim Pferdsprung als Kastrationsangst ausgelegt hat. Ist sinnlos, denn ich bin eine Frau. Von meiner Seite aus war's das. Jetzt sind Sie am Zug. Ja. So, bitte. Ich habe eine Frage, beziehungsweise ich wollte noch was sagen. Es heißt übrigens ad pluris ire. Ja, genau. Ja. Wir gehen zu, ja, zu den vielen. Guter Mann. Mir fiel es nicht ein. Was ist denn Ihrer Meinung nach der Grund, warum es mit der Harald-Schmidt-Show, es gab da jüngst vor ein paar Jahren ja mal so eine Art Comeback in Sat.1, warum es da irgendwie nicht ganz geklappt hat? Das hat mich immer interessiert. Die Zeit war vorbei. Diese Art, sozusagen Dinge anzugehen, hatte sich zum einen erledigt, zum anderen wurde sie dann doch häufig schlecht kopiert. Dadurch war das Publikum ein bisschen übersättigt. Das Publikum ist mit mir älter geworden, hat dann auch zum Teil Familie gehabt, ging schlafen und es war sozusagen einfach dieser Hype-Faktor. Also ein schlauer Mensch hat zu mir gesagt, klassische Phasen haben immer nur sehr kurz gedauert. Ja? Und wenn ich das so sehen würde, dann war es 3 Jahre, dass die Show voll angesagt war und 19 haben wir es insgesamt durchgezogen. Also
da kann ich dann mich auch nicht beschweren. Aber es deckt sich eigentlich mit meinem Gefühl, dass die Zeit zu Ende war, weil mir auch sozusagen dieses Publikum weggebrochen ist, was noch so einen gewissen also bildungsbürgerlichen Anspruch hatte, wo man auch noch ein schlechtes Gewissen hatte, wenn einem ein Lateinzitat nicht einfiel oder wenn man zumindest noch grob wusste, wer war Grass oder wer war Picasso. Wenn das alles wegfällt, dann sind natürlich auch Playmobil-Aktionen sinnlos, weil ich kann ja nur Hamlet parodieren, wenn ich zumindest mal gehört habe, dass es sich um einen türkischen Bandleader handelt. Im Original. Danke. Nächste Frage. Ja, ich hab gehört, dass Stefan Raab wahrscheinlich Wetten, dass jetzt weitermachen möchte. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, hat mir jemand erzählt. Ja. Und ich wollte fragen, ob Sie das für eine gute Idee halten oder ob das Konzept Wetten, dass überholt ist mittlerweile. Was Sie also dazu für denken. Meine Meinung ist Wetten, dass seit 10 Jahren tot. Ja. Tommy hat es weitergemacht, so wie die Mutter bei Psycho im Keller. Aber ich meine, man muss ja ganz klar sagen, wir haben 2015, ja, wir heizen ja auch nicht mehr morgens mit Kohle erstmal den Brunnen warm oder was weiß ich, damit der Fürst das Bad nimmt. Und also wer einigermaßen bei Verstand ist, entfernt sich Lichtjahre von Wetten, dass, weil etwas Toteres kann es gar nicht geben von der gesamten Struktur, wie Leute heute leben. Ja, also ich meine, das wissen Sie ja besser als ich. Ich sag mal, die Generation unter 30 wartet doch nicht mehr, dass es 20.15 Uhr ist. Wenn überhaupt, guckt man sich dann an, wenn man es will. Oder man hat natürlich tagsüber schon 10 Clips auf irgendwelchen Social Networks sich gezeigt. Was soll da eine Fernsehsendung noch ausrichten? Und diese Nummer von Tommy, ich habe noch die Familie am Lagerfeuer, Herrschaft und so weiter. Auf dem Kreuzfahrtschiff vielleicht. Also ich habe das Gerücht auch gelesen. Ich kann es mir nie und nimmer vorstellen, dass Raab Wetten, dass auch nur dran denkt. Und sollte er, was auch als Gerücht ist, an eine Doppelmoderation mit Gottschalk denken, kann ich Kassetten aus der alten Zeit schicken, wie gut Doppelmoderationen funktionieren. Vor allem bei zwei so zurückhaltenden und nicht vom Alpha-Tierchen befallenen Typen wie Raab und Tommy. Okay. Nach Ihrer Babyphase hatten Sie je das Gefühl, je richtig geliebt zu werden von Ihren Eltern, von Geschwistern, Ihren eigenen Kindern? Oder ist das für Sie nicht wirklich wichtig? Nein, kann ich uneingeschränkt mit Ja beantworten. Ich hatte eine sehr, sehr, sehr schöne Kindheit. Und wir waren absolut als Familie intakt. Das ist bis heute so. Mein Vater lebt ja nicht mehr. Ich wollte diese Betroffenheit rausholen. Nicht so. Ja. Also ich bis heute und tolles Verhältnis zu meiner Mutter. Und das ist, wir unterstützen uns und wir unterstützen uns finanziell. Und das ist wirklich, leider muss ich sagen, kann ich da überhaupt nicht mit einem Zerwürfnis dienen. Aber nachdem mein Vater starb, war ich 2 Wochen später mit Rademann bei Wetten, dass, weil wir Promo machen wollten fürs Traumschiff. Und es kamen wieder 2 Österreicher, die irgendwie sich gegenseitig aufpumpen oder was weiß ich. Und ich saß so auf der Couch, ja, und hatte wirklich Mühe, mich wachzuhalten. Und Bild brachte das Foto und drunter schrieb, hier trauert Dirty Harry um seinen Vater. Und da haben sich manche aufgeregt, aber für mich war das, weil ich habe da gerade mit René Polish geprobt und das große Thema war authentisch. Für mich ist das sozusagen der Inbegriff des Beispiels, dass dieses Bild sozusagen, wenn es als Trauer gilt, unerreichbar ist, verglichen mit jeder echt dargestellten Trauer. Die vermittelt sich gar nicht. Aber wenn ich einfach so ein Bild habe, wie man sich Trauer vorstellt und drunter steht hier trauert Dirty Harry um seinen Vater, er ist aber nur kurz davor einzuschlafen, weil 2 Österreicher sich aufpumpen, dann ist das sozusagen für mich ein Musterbeispiel davon, wie segensreich Medien wirken können, wenn man sie nicht mit Prozessen belästigt und sagt, das ist aus dem Zusammenhang gerissen, sondern einfach sagt, im Grunde ist nur das Falsche wirklich echt. Alles andere ist ein kümmerlicher Versuch, der zum Scheitern verurteilt ist.
Und mit dieser Botschaft wollen Sie diese Menschen jetzt nach Hause schicken. Vielen Dank, Harald Schmidt.